hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Und hier ist die Tele DMW Wocheninfo. Herzlich willkommen zur 349. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehen TeleDMW. Ich habe die Breaking News aus Remscheid und anderen Städten für Sie. Die gehen heute bis zum 22. August 2021. Im Studio hat vor Ihnen Platz genommen, wie gewohnt, Ihr... Herr Westkamp! So ist es. Eine unfreiwillige Show für ein kleines Mädchen war das vielleicht. Am Sonntag, dem 15.08.2021, kam es gegen 16.40 Uhr auf der Schützenstraße zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Ein 11-jähriges Mädchen hatte den Unfall bemerkt und die Polizei über den Notruf umgehend und vollständig über das Geschehen informiert. Ein 63-jähriger war mit seinem Seat von dem Gelände einer Tankstelle losgefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 31-Jährigen, der die Schützenstraße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Golf und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der VW-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Dazu kam ein Rettungswagen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die eingesetzten Beamten die Schützenstraße. Ein junger Mann verteidigte mit schlechten Mitteln seinen Führerschein. Wie man das macht, werde ich Ihnen jetzt vorlesen. Am Mittwoch, dem 18.08.2021, stellten um 22.15 Uhr Polizeibeamte einen Mann, der im Verdacht steht, nach einem Unfall geflüchtet zu sein. Zeugen bemerkten auf der A1 einen Renault, der in starken Schlangenlinien in Richtung Köln bewegt wurde. Als das Fahrzeug die BAB an der Ausfahrt Lennep verließ, kam es zum Zusammenstoß mit einer dortigen Verkehrsinsel und dem Mini eines 62-Jährigen. Zeugen meldeten laufend den Standort der Polizei auf der Barmer Straße, konnten die Beamten das flüchtige Auto anhalten und den Fahrer kontrollieren. Bei dem Versuch, den Fahrer zur Rede zu stellen, leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand, indem er um sich trat, schlug und spuckte. Da er stark nach Alkohol roch, musste er eine Blutprobe und einen schönen Führerschein abgeben. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Fragen des Verkehrskommissariats. Ich hoffe, das Bierchen hat gut geschmeckt. In Remscheid leben Hakenkreuze nicht lang. Zeugen meldeten am Samstag, dem 21.08.2021 gegen 22.15 Uhr mehrere Sachbeschädigungen in Form von Hakenkreuzen im Bereich der Trasse des Werkzeugs. Die eingesetzten Beamten stellten an der Einsatzörtlichkeit 9 mit roter Farbe gesprühte Hakenkreuze an einer Mauer fest, regten sich vollkommen auf, die durch Unbekannte dort aufgebracht worden waren. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Ein Reinigungsunternehmen musste noch am selben Tag loslegen, nachdem die Polizei alles fotografiert hatte. Musik.
Auch heute schaue ich über die Stadtgrenze hinaus, diesmal in Richtung Wuppertal. Liebe Wuppertaler, ihr seid dran, ihr seid zu beneiden. Ihr habt eine Polizei, die so richtig aufpasst auf der Straße, dass es nicht zu laut wird. Das haben wir Remscheider leider nicht. Da passiert ja auch einiges in der Hinsicht, aber die Polizei ist da nicht so fleißig. Wir können richtig neidisch werden. Ich lese mal vor, was die Polizei da alles so gemacht hat. In der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 14.08.2021 kontrollierten die Beamten im Rahmen eines Sondereinsatzes Raser und Poser in Wuppertal. Unterstützt wurden sie von zwei Mitarbeitern der Wuppertaler Straßenverkehrsbehörde. Der Schwerpunkt der Aktion lag in der Elberfelder Innenstadt und den dortigen bekannten Treffpunkten. Die Geschwindigkeitskontrollen fanden auf der Ühlendaler Straße, Bundesallee, Neumarktstraße und Friedrich-Ebert-Straße statt. Es wurden 72 Fahrzeugführer gemessen, die viel zu schnell waren. In drei Fällen drohten Fahrverbote. Die fuhren nämlich 85 statt 50 km/h. Der Fahrer eines Audis fiel dem Beamten besonders negativ auf. Nicht nur, dass er ein Zivilfahrzeug der Polizei auf der Friedrich-Ebert-Straße bedrängte, indem er viel zu dicht auffuhr und trotz Gegenverkehrs zum Überholmanöver ansetzte. Er geriet doch auch bei einem unmittelbar folgenden Überholmanöver in eine Radarkontrolle. Das tat ihm besonders gut, denn statt der erlaubten 50 km/h hatte der Fahrer über 90 km/h auf dem Tacho. Der Führerschein des 30-jährigen Fahrers wurde gnadenlos von der Polizei direkt sichergestellt. Auch zahlreiche technische Veränderungen und Mängel stellten die Beamten bei den Kontrollen an den Fahrzeugen fest. Einen Dreier-BMW legten die Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde noch in der Nacht still, weil er erhebliche Mängel aufwies. Insgesamt wurden 15 technische Verstöße geahndet. In 6 Fällen waren Ordnungswidrigkeitsanzeigen fällig, davon alleine 5 wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Jungs, was macht ihr denn da? 5 Autofahrer wurden zur Kasse gebeten, weil sie zu viel Lärm machten. Ein VW Golf aus Remscheid, liebe Remscheider, macht jetzt die Ohren auf, fiel nicht nur wegen zahlreicher technischer Veränderungen auf, sondern auch, weil seine Auspuffanlage viel zu laut war. Ich habe den auch schon auf der Neuen Kamperstraße gehört, garantiert. Der PKW wurde sichergestellt, aus die Maus. Weitere Kontrollen des Verkehrsdienstes werden in den nächsten Wochen folgen. Also Vorsicht, fahrt bitte nicht alle nach Remscheid, ihr Poser, es reicht uns auch schon. Einen Leserangriff auf Autofahrer, ja, das sind wir ja gewohnt, ständig wird's teuer, die Polizei macht das so gerne und das Ordnungsamt spielt auch mit. Allerdings gibt's auch noch mehr Personen, die mit sowas spielen. Und da finden Piloten das gar nicht so witzig, denn wenn ein Laserpointer ein Flugzeug trifft, dann regen sich Piloten unheimlich auf und anschließend die alarmierte Polizei. Die regt sich auch auf, wenn sie den Jedi nicht kriegt. Das Ganze ist in Rösrath im Oberbergischen passiert. Nach mehreren Laserangriffen auf ein Flugzeug am Mittwoch, den 18.08.2021, kam es am Donnerstag, dem 19.08.2021, erneut zu einer Laserattacke, sowohl auf einen Airbus als auch auf den im Anschluss eingesetzten Polizeihubschrauber. In dem Zusammenhang konnte die Polizei einen Tatverdächtigen aus Rösrath ermitteln. Der erste Laserangriff zielte gegen 22.40 Uhr auf einen Airbus, der in Richtung Tirana, Albanien unterwegs war. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt und konnte die Flugroute fortsetzen. Im Zuge der Fahndung wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, welcher gegen 23.30 Uhr ebenfalls von einem Laser geblendet wurde. Die Piloten konnten den Ursprung der Laserattacke in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Höhenweg lokalisieren. Aufgrund der Gesamtumstände wurde noch in der Nacht ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt. In der Wohnung des 73-jährigen Tatverdächtigen wurde kein Laserpointer gefunden. Die Ermittlungen dauern an.
Gefühlte 32 Grad im Studio, weil die beiden Scheinwerfer da oben an sind. In Wirklichkeit sind es 27. Und draußen sind es 27 Grad gefühlt, aber in Wirklichkeit sind es 22. Die Sonne heizt richtig auf. Sie kommt durch diese dünnen Wolken doch durch. Sie haben es in den letzten Tagen gemerkt. Ein kleiner Regen hilft da gar nichts. Es wird dadurch nicht kälter. Da brauchen wir schon einen Wolkenbruch. Ob der kommt, das werden wir jetzt gleich erfahren, nachdem ich Ihnen die Temperaturen vorgelesen habe. In der vergangenen Woche wurden an unseren 6 Messstationen die Höchst- und Tiefstwerte der Woche aufgezeichnet. Zunächst die Höchstwerte. Rheinzagen hatte 25,5 Grad, am Rathaus 24,6 Grad, in Lennep 25,9 Grad, im Morsbachtal gab es 23,1 Grad, an der Dörpmühle 23,7 Grad und in Klausen 25,2 Grad. Die kältesten Temperaturen in der Nacht waren in Rheinzagen 14,4 Grad, am Rathaus 13,6 Grad, in Lennep 13,9 Grad, im Morsbachtal 12,3 Grad, an der Dörpmühle 11,7 Grad und in Klausen 15,9 Grad. Man hat zwar in den Nachrichten gesagt, es ist bis zu 8 Grad, aber davon haben wir nichts gespürt. Wir schauen auf Satellitenbild, wir wollen wissen, was in den nächsten Tagen noch mit uns passiert. Viele dünne Wolken sehen wir, meine Damen und Herren. Die lassen die Sonne durch und es heizt sich von Tag zu Tag auf. Immer wärmer wird's. Die haben aber auch keinen Regen in sich. Das sage ich Ihnen. Das kommt wirklich selten vor, dass da mal ein Tröpfchen runterkommt. Und das reicht nicht aus, um unsere Luft ein bisschen abzukühlen. Das schafft nur der Ventilator. Oder kommt noch was auf uns zu? Wir schauen aufs Europabild. Wir haben Nordwestwind, manchmal auch Westwind und im Westen sind dicke Wolken, aber ganz weit weg. Ob die hier ankommen, das wird der deutsche Wetterdienst wohl wissen. Ich sag ihm mal, was der so meint. Am Montag wolkig und von der Eifel bis zum Sauerland etwas Regen. Am Nachmittag dann überall sonniger. Nur einzelne Schauer über den Bergen, sonst trocken bis 20 bis 23 im Rothaargebirge, 16 bis 19 Grad. Böiger Nordostwind. Am Dienstag trockener Sonnenwolkenmix, 17 bis 22 Grad. Am Mittwoch zumeist sonnig, nördlich der Lippe später wolkig, 18 bis 23 Grad. Am Donnerstag viele Wolken und gebietsweise Schauer, teilweise auch Gewitter, 15 bis 19 Grad. So sieht's aus. Wir haben einige Vollsperrungen hier in Remscheid. Das ist wirklich der Hammer momentan. Sie kommen nicht mehr zur Krewinkler Brücke, wenn sie baden wollen. Da haben die ordentlich sich was einfallen lassen. Die wollen die Straßendecke sanieren. Da haben sie 3 Blöcke sich vorgenommen, wie sie das machen. Zunächst ist erstmal vom 16.8. bis zum 10.9. von Engelsburg bis Dörpholz gesperrt. Vom 10.9. bis 17.9. will man von Dörpholz bis Ortseingang Dörper Höhe sperren. Und vom 17.9. bis 23.9. wollen die von Ortseingang Dörperhöhe bis Krewinkler Brücke sperren. Danach ist der Spuk vorbei. Dann können sie wieder baden gehen, aber dann ist es wahrscheinlich zu kalt. Was ich Ihnen sagen wollte, die wollen da einfach mal die Fahrbahn neu machen. Okay, es gibt aber noch mehr Vollsperrungen in Remscheid. Die habe ich hier auf Lager. Sie kommen von der Münchner Brücke aus nicht in die Morsbachtalstraße. Dort ist gesperrt. Von Rheinzagen kommen sie nicht nach Ehringhausen, weil in Unterburg die Burgtalstraße eine Vollsperrung hatte. Da war die Straße unterspült. Und sie wissen ja auch, dass sie, wenn sie durch die Weststraße fahren und weiterfahren wollen Richtung Pappenberger Straße, dass immer die Schranke unten ist, da kommen sie ja eigentlich nur im 5-Minuten-Takt weiter, die ist ja sonst immer zu. Die wollen eine Vollsperrung machen, der ganze Bahnübergang wird jetzt gesperrt in den nächsten Tagen und dann gibt es eine Umleitung, das ist die U2, die müssen sie fahren, damit sie dann zum Beispiel zum Kaufland kommen oder zum Richtung Zentralpunkt oder in die Pappenberger Straße. Und dann haben wir noch den fiesen Radar-Böllerwagen. Es gibt auch einen von der Stadt Solingen. Solingen hat auch einen, aber nicht sowas wie wir haben. Die haben sich wie die Polizei Funkkameras zum Verstecken besorgt. Und ich bin an der Oberburg reingefahren. Da muss ich Ihnen sagen, die standen im Blumenbeet. Das konnte kein Mensch ahnen. Und zwar kurz vor der Ortsausfahrt Richtung Wermelskirchen haben sie das Ding hingestellt. Bergauf wurden in 2 Stunden 26 Leute geblitzt mit überhöhter Geschwindigkeit, dort ist Tempo 30. Aber die Leute, die von der Landstraße reinfuhren,
In 2 Stunden 134 Leute. Fiese Sache, aber dort ist Tempo 30. Und in Remscheid stellt die Stadt Remscheid natürlich auch immer den Radabüller-Wagen auf. Diesmal an seinem Stammplatz auf der Freiheitsstraße 168a. Da wird jetzt bis Donnerstagmorgen geblitzt. Vorsicht also. Dort ist ab 22 Uhr Tempo 30. Und woanders wird's auch gefährlich. Sie schauen sich am besten das selber an. Auf der Landstraße zwischen Remscheid-Engelsburg und Hückeswagen-Wiehagen gibt es jetzt eine Radarsäule. Und die ist neu. Die gibt es zwischen Forsten und der Dorpmühle. Genauer gesagt steht sie zwischen den Bäumen in einer Kurve nach dem Parkplatz. Wenn man auf der linken Seite den Parkplatz gesehen hat, sollte man danach, wenn man abwärts fährt, aufpassen. Denn da ist Tempo 50 und man wird da heimtückisch geblitzt. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscher Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen. Und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Dann achten Sie bitte auf der A1 auf der Langerfelder Brücke auf eine Radarsäule. Jede Fahrtrichtung hat nämlich eine in der Baustelle. Sie sollten da nicht so schnell fahren. Auch dort werden Sie geblitzt. Hiermit, meine Damen und Herren, sind die Nachrichten beendet. Im Anschluss der Nachrichten gibt es noch viel mehr Programm. Wir haben noch einen Film der Woche, den Spruch der Woche aus der Pannenkiste, weil so viele Zuschauer letzte Woche wieder dabei waren. Über 100 Zuschauer auf jeden Fall. Und das wird natürlich in der Folgesendung belohnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleiben Sie am Ball. Wir auch im Film der Woche. Bis dahin und tschüss! Tschüss. Tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Tele-DMW. Oh, wir sind immer am Ball. Und sie hier gibt alle hier einmal für 20 Dinar, einmal für 5 den Bückling, hier dabei den Bückling noch oben drauf, einmal dabei und die Makrele auch nochmal dabei und hier dabei die Makrele. Schaut euch das mal an, alles muss raus für eine kleine Maus. Obendrauf lege ich das große Stück Rotbarschwänzchenfilet auch noch oben drauf. Und ihr werdet es nicht glauben, meine Damen und Herren. Und das Remscheider Fernsehen ist das Einzige, was Sie hier gratis bekommen. Grüß euch alle vom Remscheider Fernsehen, mein Name Jürgen Dres. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Guckst du? Tele DMW. Mit dem Dirk Michael Westkamp. Suchen Sie ruhig mal auf YouTube nach Tele DMW. Wenn Sie mal so richtig lachen wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Auf dem Spaßpower-Kanal von Tele DMW finden Sie zum Beispiel alle Sprüche der Woche. Und Sie können auch sehen, was dort alles so schief geht. Unvergesslich, in einem Film der Woche ist dem Moderator an einem Parkscheinautomaten der Kragen geplatzt. Schauen Sie doch mal vorbei beim Spaßbauer-Kanal. Dieser Kanal haut jeden um. Tele
DMW. Massenandrang an der neuen Kamper Sporthalle. Die Parkplätze reichen nicht aus. Man hat sich beim Knappstein den Parkplatz noch dazu öffnen lassen, damit auch jeder Besucher, auch der Spielgegner aus Gummersbach, noch Platz findet. Verzweifelt sucht man den Eingang. In der Schulzeit war doch hier immer der Sporthalleneingang, aber der ist jetzt verboten. Man muss ganz schön außenrum laufen, bis man auf einen Toilettenwald stößt. Aber daran muss man auch denken bei so vielen Besuchern als Veranstalter. Neben dem Würstchenstand am Haupteingang steht der Moderator vom Remscheider Fernsehen. Herzlich willkommen an der Sporthalle Neuenkamp. Hier geht es nicht um Schulsport heute, hier geht es um ein richtiges Handballspiel. Heute spielt die HG Remscheid gegen den VfL Gummersbach. Es ist Saisonende, das letzte und entscheidende Spiel geht heute darum, ob man von der vierten Oberliga in die dritte Liga aufsteigt. Und hier ist ordentlich was los. Wir werden uns das Spiel mal anschauen und gucken, was da los ist. Kommen Sie da einfach mit. Ich als Laie habe mir erstmal eine tolle Broschüre geholt, damit ich weiß, wie die Mannschaft überhaupt aussieht. Und suche jetzt diese Mannschaft in der Kabine. Aber da sind sie nicht. Aber ich kann sie schon hören. Wenige Sekunden vor ihrem Auftritt stehen sie hinter der Hallentür und glauben noch an einen Sieg. Sie hetzen sich gegen den Gegner auf. Sie wollen ihn fertig machen, aber sie wissen nicht, was gleich passieren wird. Und so sieht das aus, wenn man als Handballer in die Sporthalle kommt. Ein riesiges Publikum wartet schon lange auf sie. Treue Anhänger des Vereins machen riesigen Krach, natürlich auch die Gegner. Es muss ein herrliches Gefühl sein, als Spieler in so eine Halle zu kommen. Und die Zuschauer machen Krach, sie bringen sogar riesige Trommeln mit und freuen sich auf sie. Na, dann muss man ja auch losspielen, oder? Nach einer kurzen Startzeremonie geht es dann zur Sache. Hätte der HG Remscheid je gewusst, dass er in diesem Spiel niemals die Führung übernehmen wird? Ein trauriger Fall. Es gab nur zweimal ein Unentschieden auf der Anzeigentafel. Schon nach 28 Sekunden saß das erste Tor vom VfL Gummersbach reingewirkt. Der Torwart Carsten Mundhenk hatte eine Menge zu tun in diesem Spiel. Und man sieht ihm seinen Frust unheimlich an. Scheinbar waren sehr viele Gummersbacher im Publikum. Die freuten sich nämlich, weil ein Tor nach dem anderen fiel für die Gummersbacher Mannschaft. Und das ist natürlich kein schöner Anblick. Und schon wieder knallt es ins Remscheider Tor. Furchtbar! Aber die Remscheider gaben nicht auf. Sie nutzten die Gelegenheit bei Freiwürfen. Denn wenn was passiert, gibt's ja einen Freiwurf. Und das sieht auch der Schiedsrichter so. Und da sind die Remscheider gut drin. Freiwurf, ja, das heißt Peng! Und der Ausgleich zu einem 3:3 war wieder da. Jetzt könnte man natürlich glauben, die Remscheider sollen sich ordentlich Freiwürfe besorgen. Aber das kann auch in die Hose gehen. Denn die gelbe Karte gibt's für Jan Oberdick. Und der ist leider nicht von der gegnerischen Mannschaft. Das Gute an der Geschichte ist, die gegnerische Mannschaft trifft das Tor bei einem Freiwurf nicht. Da haben die nicht so viel Übung wie die Remscheider.
Oftmals sah man auf der Anzeigentafel, dass der Gegner den doppelten Spielstand von uns hatte. Und es gab eine Stelle in der Sporthalle, wo jeder auf die Fresse fliegt. Und zwar nicht nur einer, sogar zwei auf einmal. Dabei tut man sich natürlich unheimlich weh. Aber es dauerte unheimlich lange, bis das unabhängige Komitee, was in der Mitte der Sporthalle sitzt, mal etwas dagegen unternahm. Möcht mal wissen, was die Herren alles so zu schreiben haben. Jedenfalls können sie da mit dem Apparat scheinbar die Anzeigetafel an der Wand bewegen. Darf ich Ihnen mal den Trainer von Gummersbach vorstellen? In der 24. Minute warf einer so sehr neben das Tor, dass der Ball ins Publikum rollte. Und die Ballabwurfmaschine hat sehr verzögert wieder abgeschmissen. Und weiter geht's mit Fäusten. Und das bedeutet, dass die zweite gelbe Karte an Lars Oberdick geht. Also er muss jetzt wirklich auf sich aufpassen. Das hat aber auch noch andere Konsequenzen. Schließlich gibt es jetzt für den Gegner einen Freiwurf. Und die eigene Mannschaft guckt verärgert und frustriert gespannt zu, was die Gummersbacher daraus machen. Und das sieht nicht gut aus. In der Halbzeit stand es 6:16 gegen den HG Remscheid. Wie werden sie diesmal in die Halle stürmen? Das sieht aus wie ein Trauermarsch. Ja, bin ich denn hier auf einer Beerdigung? Keiner jubelt, keiner spornt sich hier an. Und sie wissen auch noch nicht, was ihnen jetzt blüht. Das war erst die erste Halbzeit, wo das Chaos losging. In der zweiten Halbzeit wird es noch schlimmer. Schon nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit steht es 11:23. Nach weiteren 4 Minuten 13:26. Und dann kommt mal wieder ein Tor für Remscheid. Und das löst folgenden Fehler bei Gummersbach aus. Der Trainer holt ihn einfach mal zwischendurch aus dem Tor. Und das waren 45 Sekunden ohne Torwart. Und da hätte man doch von Weitem in das Tor schmeißen können. Gummersbach hat zurzeit keinen Torwart. Und da der Torwart das nicht ganz verstanden hat, was der Trainer erzählt hat, legt er noch mal ein paar Sekunden drauf und lässt sich das von jemand anders erklären. Und das Spiel geht die ganze Zeit weiter. Das Tor ist frei und keiner merkt es da hinten. Einfach nicht zu fassen. Aber mit ein bisschen Bluffen kriegt man natürlich auch ein Tor rein. Ich komme nochmal zurück auf die Situation von jetzt eben. Da gibt es doch eine Stelle in der Halle, wo alle auf die Schnauze fallen. So kann man es wirklich wörtlich sehen. Hier liegt schon wieder einer. An derselben Stelle hat sich schon wieder jemand wehgetan. Und irgendwann ist das Maß voll. Da sagt das Komitee, jetzt kommt die Putzfrau und muss da mal sauber machen. Also achten Sie jetzt links im Bild darauf, dass da jemand mit einem Schrubber ankommt und die Stelle nochmal nachgeht. Sehen Sie mal. Wunderbar. Ob die Frau auch gut geputzt hat, wird direkt mal ausprobiert von einem Gummersbacher. Oh wei, das hat nichts gebracht. In den letzten 10 Minuten gab es nochmal einen Freiwurf für Remscheid, ausgeführt von Tim Schröder. Holt ihr uns den nächsten Punkt, damit wir nicht so hoch verlieren? Nein! Er trifft den Pfosten! Es kann doch nicht wahr sein. Dafür werden Remscheider von den Gegnern geschubst. Das gibt's nicht. Der absolute Endstand. Remscheid hat 21:36 haushoch verloren und steigt nicht auf in die dritte Liga. Darüber freuen sich natürlich die Gummersbacher und lassen hier die Post abgehen. Die benehmen sich wie kleine Kinder. Hier geht die Luzi ab. Feiern Sie ein bisschen mit, auch wenn Sie nicht zu Gummersbach halten, denn Stimmung muss sein. Genau wie hier beim Remscheider Fernsehen. Thank you.
hallo! Ich bin mal wieder der Opa Hermann! Oh, ich bin gefallen! Aber es klappt schon noch mit meinen alten 73 Jahren. Kriegen wir noch hin. Fällt aber auch alles runter heute. Ach, Hauptsache, das Bier passt noch. So! Ich soll hier vorlesen. Das kriegen wir schon hin. Nur will der Wecker drückt aus. Scheiße. Alter, das Handy könnte ich so manchmal echt ins Mip. Nochmal. Kann man nicht aus dem Fenster schmeißen. Außerdem die Mafiosenbrille darf auch nicht in der Lille liegen. Tele DMW Spaß Power Kanal. Lala. Hallo, der Spruch der Woche zum Sendeschluss natürlich. Der heißt heute, man muss immer das Beste hoffen, das Schlimmste kommt von allein. Und der Kommentar, bitteschön. Lala, ist das hier rutschig. Bei dir ist Hoffnung und Malz verloren. Bis nächste Woche. DMB aus Remscheid. DMB aus Remscheid. Alles, was ich sehe, ist Tele-DMW. Alles, was ich sehe, ist Tele-DMW.